noch was Wichtiges. Und zwar habe ich mir überlegt, wie ich das heute irgendwie euch nahebringen kann, wie wichtig das ist. Und ich habe es einfach mal so gemacht. Also die WHO hat vor 2 Tagen bekannt gegeben, dass das Tragen von Masken nachweislich gesundheitsschädigend ist. Im März hat sie das schon mal gesagt. Im April behauptete sie, es sei ganz wichtig, diese Lappen zu tragen. Und jetzt heißt es wieder, sie sind gesundheitsschädlich. Mir tun die Menschen leid, die diesen Scheiß noch glauben. Diese Leute, die das lesen, die werden damit extrem verunsichert. Aber uns hier möchte ich fragen, für wie blöd halten die uns eigentlich? Die Pandemie wird aufrechterhalten, obwohl es keine Neuinfektionen mehr gibt. Das ist wie, wenn ich mit meinem Fahrradschlauch wechsle, obwohl ich überhaupt keinen Platten habe. Und genau in dieser wichtigen Zeit kommt von Merkel, Spahn und den gleichgeschalteten Medien keinerlei Reaktion. Und alle, die Fragen stellen oder die die Pandemie mit Fachwissen, Zahlen und Fakten hinterfragen, nennen sie krude Verschwörungstheoretiker. Warum? Weil sie kein einziges Argument haben, die diese Fakten widerlegen können. Und warum lassen sie auch keine andere Meinung zu? Weil damit ihre ganze Glaubwürdigkeit den Menschen gegenüber zusammenbricht, die diesem Schwachsinn hier noch folgen. Ich rufe diese Medien und alle politischen Verantwortlichen dazu auf, stellt euch den Tatsachen, nehmt Stellung zu den Fakten der Fachleute, beantwortet die Fragen, welche die Bürger dazu haben. Ich befürchte jedoch, dass genau das nicht passieren wird, weil ihnen damit ihr ganzes Lügenkonstrukt um die Ohren fliegt. Das soll es auch! Die Veränderung liegt hier ganz allein bei uns. Genau. In unserer Verantwortung. Und genau darum, liebe Leipziger, hört genau jetzt bitte gut zu. Es gibt deutschlandweit 160 Corona-Demos pro Woche, die meisten samstags. Und doch fühlt es sich so an, als wären wir viel zu wenig Menschen. Wir können diese Schlafenden nur aufwecken, wenn wir zeigen, wie viele Menschen sich in unserem Land nicht mehr verklapsen lassen. Wir können die Regierung und die Medien zwingen, uns nicht mehr zu ignorieren, indem wir zeigen, wie viele wir sind. Alle 160 Orga-Gruppen in Deutschland arbeiten seit dieser Woche mit Hochdruck daran, sich so zu vernetzen und eine Großdemo vor dem Reichstag zu organisieren. Wir werden so schnell wie möglich einen Termin finden und euch mitteilen. Jetzt kommt das Allerwichtigste, was wir euch heute zu sagen haben. Wenn dieser Termin steht und bekannt gegeben wird, darf es für jeden Einzelnen keine wichtigere Sache an diesem Tag geben, als nach Berlin vor den Reichstag zu kommen und zu zeigen, wir sind wir und wir sind viele! Wir wollen endlich als Volk, als selbstbestimmte, verantwortliche Menschen wahrgenommen und gehört werden. Und wenn dort dann nichts passiert, gehen wir erst nach Hause, wenn diese Regierung zurücktritt. Ja.